Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Jurassic World Evolution 2 Serie, ihr Lieben. Und ja, der Mosasaurus war von uns das letzte Mal in die Synthetisierung gegeben worden. Und da warten wir jetzt darauf, dass ein Ei fertig wird. Gelegegröße 1. Also, wir haben ja die Herausforderung, dass wir das eine nicht ohne das andere können. Das heißt, wir müssen einen Mosasaurus mit dem Attribut, einem schlechten Attribut, erst einmal freilassen, damit wir die Option bekommen, das Attribut am Ende des Tages zu erforschen, das wir eigentlich haben wollen, ne? Also das ist so ein bisschen die Problematik an dem Ganzen. Also starke Immunität, genau. Also wenn wir jetzt nochmal gucken, ich glaube in der Synthese. Einfach nochmal aus Jux und Dollerei. Da war irgendwas mit dem Genom. Jetzt nochmal schauen. Genau, also wir können das nicht. Erforsche, gebe mir den Herausforderungskarte oder die Sandkasten. Ah, okay, den muss ich erstmal noch haben. Großer Hunger. Interessant. Haben wir doch eigentlich alles schon irgendwie. Belastbar, kränklich, tolerant, genau, stark. Das war nämlich auch so ein Thema. Es gab ein Update. Ich hoffe nicht, dass es jetzt plötzlich nicht mehr geht, weil da war nämlich erst das Thema, dass man einen freilassen soll, der dieses Attribut nicht hat, um dann das Attribut stark daraus generieren zu können. Wäre natürlich sehr blöd, wenn man das jetzt aufgrund des Updates nicht mehr könnte. Wäre auf jeden Fall ein bisschen Banane. Ja, der hat großen Hunger. Aber ist ja kein Problem. Habe ich auch immer. Großen Hunger. So, die sind jetzt mal hier durch. Die haben wir erstmal. Der Mosasaurus. Also das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das Update das tatsächlich so beeinflusst hat, weil das würde uns das so ein bisschen versaubeuteln. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir. Na, wir haben ja noch etliches hier. Verkaufen. Verkaufen. Kaufen. 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 Jawohl. Genau, den wollen wir nämlich noch weiter erforschen. 19, 23%. 30 fast, aber geht nicht ganz auf. Geht nicht ganz auf, kommt aber noch. Und er brütet und er brütet und er brütet. Das wird so krass, den freizulassen. Komfortbedürfnisse, Sicherheit 6. Ja, die Frage, was kann ich denn hier eigentlich noch an Umgebungsfaktoren hinzufügen? Es gibt ja in dem Segment nicht unterschiedliche Sicherheitsfaktoren, oder? Also wie gesagt, ich habe jetzt, muss ich dazu sagen, natürlich. Aber guck mal da. Also, das Update jetzt nicht durchgelesen, was es genau gab. Der letzte Teil ist auch schon einen Moment her. Für mich. Gucken. Zielenextraktion abgeschlossen. Und noch einen, ne? Cent. Zack. Haben wir den auch? Wo wollten wir den nochmal loslassen? Da wollte ich nochmal schauen, ne? Ja. Mal der Compsognathus. Haben wir ja aus einem Grund losgelassen. Ich glaube, das Thema war nämlich, dass er. Erstmal hier das Genom gleich fertig. Kurzlebig. Langlebigkeit. Belastbarkeit und vielleicht tolerant.
Weil können wir nämlich gleich gebrauchen. Und den wollten wir, glaube ich, freilassen mit den Kleinen hier, ne? Wir haben ja ein sehr großes Gehege hier und wir hatten das bisher ja nie ausgenutzt komplett. Hier ist diesen auch langsam, aber sicher sterben mir die hier auch alle weg. Wie haben wir jetzt noch? Lass mal hier schauen. Avarium-Brutstationen. Von denen haben wir noch fünf. Und minimaler Bestand ist vier. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Was ist denn mit denen? Der mag eigentlich fast alle Kreuzungen von Dr. Wu. Ist das eine Kreuzung von Dr. Wu? Nein. Der würde mit denen klarkommen. Der kommt. Ceradactylus, jo. Würde gehen. Und den haben wir zu 100%, ne? Dann könnten wir den ja eigentlich da mit rauslassen. Wartet mal, da haben wir ja hier. So, den holen wir ab, genau. Hier würde es Sinn machen. Wie viel brauchen die mindestens? Minimaler Bestand 1, das ist auch nicht viel. So, dann lasst mal schauen. Hat eigentlich schon sehr viele coole Themen. Achso, den haben wir schon komplett angewendet. Sorry, wusste ich nicht mehr. Dann lassen wir den mal frei, oder? So, was ich noch gucken wollte, hat er jetzt noch irgendwelche Herausforderungen? Was braucht er? Er braucht Fisch. Fels, Wasser und Sand. Fast alles im ausgewogenen Verhältnis. Und wir haben Fisch, Sand. Was wir nicht haben, ist Fels hier drin. Das müssten wir dann nochmal hinzupacken. Mal gucken. Gemäßigt, tropisch, alpin. Das Fels? Alpiner Felsbrocken, ja. Tropischer Felsbrocken, gemäßigter Felsbrocken. So, hier ist, glaube ich. So. Das reicht vielleicht schon, das müssen wir mal dann uns anschauen, genau, aber. So, der Deinochius ist auch gestorben. Noch irgendwo? Noch ein? Ist denn noch einer gestorben? Oder ist es immer noch der Flugsaurier, der tot ist? Ja, okay, alles gut. Passt's? So. Fossilienextraktion hat auch stattgefunden. Müssen wir gleich mal gucken. Dann lassen wir den los. Eier auswählen. So, der ist Alpha dominiert. Mag keine andere Spezies und bedroht alle. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, das wollen wir nicht. Haben wir den nicht so wie. Ich habe den schon so freundlich gemacht und trotzdem. Kriegen wir dann ein Ei raus? Auch nicht schlecht, ne? Dass dann solche Fähigkeiten besitzt. Das ist auch bitter. So, ist der Mosasaurus fertig? Nee. Leider nicht. Aber wenn wir das gar nicht mehr erledigen können mit dem Stark, das finde ich schade. Die Hotels sehen auch ein bisschen anders aus nach dem Update, kann das sein? Aber vielleicht sehe ich das auch einfach gerade alles nur ein bisschen anders und neu. Weil ich darauf geachtet habe. Mal gucken hier. War ja letztes Mal auch noch der Zug, ne? Nachdem wir das letzte Mal gespeichert hatten. Wenn ihr noch euch erinnert, sind die Züge quasi nebeneinander noch. Oder übereinander. Ne, hintereinander waren die festgehakt. Da gab es auch ein Problem. Das ist behoben. So. Nächster. Gucken wir nochmal. Junge. Wenn Alpha, dann mag er keine anderen Spezies. Ja, super.
Da habe ich extra so viel Wert darauf gelegt, dass der freundlich ist und sozial. Und hier ist auch nochmal. Wenn der Sauron Alphas erhöht die genetische Überlappung, die ein anderer Sauron und senkt die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf Stranger Teams. Weltbedürfnisse, tolerant, höhere Weltbedürfnisse. Zeitverlust. Die Überlappung, die ein Saurier aushalten kann. Eigentlich doch alles richtig. Haben wir jetzt zweimal hintereinander Pech gehabt? Kann das sein? Naja, wir gucken mal. Wir schauen mal. Der Mosasaurus, den lassen wir auf jeden Fall in diesem Teil raus. Ist auch nicht mehr lang, nicht mehr lang, nicht mehr lang. Ach so, und dann können wir... Ja, okay, lassen wir erstmal durchlaufen. So. Der Mosasaurus kann freigelassen werden. Oh, Baby. Oh, Baby, oh, Baby, oh, Baby. Also. Boah. Junge. Oh. Junge, Junge. Gäste im Park wollen etwas lernen, das ist klar. Aber sie wollen auch unterhalten werden. Dieses Meeresreptil, der Mosasaurus, macht das so gut wie kein anderer. Wenn der T-Rex der König der Landsaurier ist, ist der Mosasaurus der Herrscher der Meere. Diesem Saurier gebührt besonders viel Aufmerksamkeit. Junge, Junge, Junge. So, Forschung abgeschlossen, effizienter Stoffwechsel. Das meinte ich nämlich, irgendwas war doch da. Dies erhöht die Chance auf kleiner Hunger. Was ist das jetzt wieder? Küste von San Francisco. Sieht aus wie so... Ehe zu Leben fangen. Sehr interessant. Aber das haben wir ja jetzt nicht selber angetriggert. Deiner Hunger. Wenn wir mal nicht gucken, wartet mal. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das tatsächlich jetzt dazu führt. So, kann ich jetzt das aus... Ja, okay. Jetzt gibt's das. Macht Sinn, ne? So. So, der Mosasaurus jetzt mit niedrigem Hunger. Jetzt mal gucken, wo ist der Typi denn? Das ist gruselig. In so einem Becken dann so gar keine Ahnung zu haben, wo eventuell der sein könnte. Obwohl es einfach ein so riesiger Saurier ist. Wo ist der denn? Da. Aber so groß ist er jetzt doch nicht, ne? Ganz gut. Ach ja, okay, der ist aber auch... Ist ja fast noch gar nicht geschwommen. Er entdeckt ja jetzt quasi gerade erstmal seinen Bereich. Aber auch krass, der braucht schon... Also der braucht auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt einmal so ein Standardfisch. Saurier. Macht ja auch Sinn, das ist, ich glaube, mit der größte, auch mit der höchsten... Anziehungskraft für Gäste. Nur er alleine hat irgendwo um die 2500 oder sowas den Faktor Anziehung. Was schon heftig ist. So, die Essensversorgung ist nicht gut oder beziehungsweise eines ist schlecht eingerichtet. Mal gucken. Eine Zufriedenheit. Da gucken wir uns mal an. Welche ist denn schlecht eingerichtet? Der hier ist nicht besonders gut eingerichtet, aber
Dann ändern wir die doch mal. So, hier passt die Konfiguration nicht. Dann schauen wir nochmal. Donuts. Also, was können wir denn tun hier? Machen wir mal Waffeln vielleicht. Und dann hätten wir gerne. Ein Selfie-Spot. So, Aquarium. Oh, passt doch jetzt, ne? Können wir es noch ein bisschen besser machen? Ich weiß gar nicht. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, viel besser macht es das nicht. Da oben das bisschen weniger, die anderen ein bisschen zufriedener, aber... Ne, das wird es nicht besser machen, glaube ich. Deswegen passt. Sehr schön. So, und jetzt könnten wir auch theoretisch sogar noch weitere Mosasaurus freilassen. Jetzt ist noch das andere Thema hier. Jetzt können wir nochmal Eier auswählen. Junge, das ist aber auch wirklich nervig, ne? Ich lasse den jetzt einfach mal frei. Wir gucken jetzt, ob der... Meint ihr, der killt ja alle? Oder ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Was ist denn jetzt hier überhaupt für ein Sau? Ist das der Ceratodactylus? Der hat sich auf dem Stein niedergelassen. Wie cool. Okay. Ja, es gibt halt hier auch ein Alpha, ne? Das ist das Einzige, wo ich sage, schwierig. Aber gut. Zwei unterschiedliche Spezies haben wir so auch noch nicht zusammengebracht. Und was haben wir gesagt? Wir haben ja noch den anderen Fleischfresser-Saurier. Den wollten wir, glaube ich, auch freilassen, weil er ganz gut mit dem anderen klarkommt. Ne? Da war irgendwas. Wir schauen nochmal. Also der Morus Intrepidus, das ist der, der quasi als kleiner Saurier zweifach in diesem riesen Gelände ist. Und den, der mag nicht Indominus Rex, Indoraptoren und Scorpius Rex. Ansonsten mag er alles. So, und jetzt die hier mögen exakt die gleichen Sachen nicht und mag sonst auch alles. Und deswegen hatten wir die, glaube ich, zusammengebracht. Jetzt hören wir mal beim Genom. Da habe ich aber schon alles ausgewählt. Genau. Und dann können wir eigentlich anfangen, hier auszuwählen. 10 Eier gibt es dann an der Stelle. Können wir ein schönes Spiegelei machen. So, den soll mal kurz ausruhen. Ist bei der Synthese, okay. Macht Rührei eigentlich unter 10 Eiern Sinn oder ist es dann einfach nur ein gekochtes Ei gefühlt? Ich weiß, dass alles unter 500 Gramm Fleisch ist ja Aufschnitt, ne? So. Alle Witze mal durch, alle schlechten. So, dann gucken wir mal. Eier auswählen. Also, das ist doch super. Hier, guck. 3, zack, zack. Dann nehmen wir doch so viele, oder? Jawohl. Und dann lassen wir den anderen sich ausruhen. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendeinen, wo wir das Training nicht... Okay, sehen wir nicht, weil die alle eine Aufgabe haben. Da müssen wir nachher gucken, ob wir dann noch gesonderte Dinge einhalten müssen. Ich wollte nämlich hier nochmal schauen. Die brauchen Freiraum, Sand, Wasser, Fleisch. Minimaler Bestand ist 8, by the way. Und wir brüten 9 aus, ne? Also, so, hier ist Fleisch. Genau. Bisschen wenig vielleicht. Vielleicht bauen wir noch eine zweite Fleischquelle hier hin, damit beide dann auch entsprechend was davon haben. Das Gelände hier ist riesig, ne? Also hier gibt es so viel. Hier ist auch nochmal Futter. Ja gut. War dann einmal zu viel im Grunde. Aber ich...
Das ist ja nur der Weg, ne? Ja, genau. Ich vertue mich immer. Ich denke mal, das sieht immer so aus, als wenn der geteilt wäre, aber das stimmt ja nicht. Die Ranger suche ich. Die Ranger-Teams. Aufgabe hinzufügen. So. Und zwar sollst du bitte nachfüllen hier. Schauen wir mal, ob es noch irgendwas zu erledigen gibt ansonsten. Erstmal. Wie sieht es hier mit der Futterreserve aus? Nochmal nachfüllen. Hier. Das macht Sinn. Oh, was ist hier? Schicken wir mal einen los hier, der die Futterkrüge wieder füllt hier. Das dürften die, genau, Compsognathus sein, 9 Stück, die wir auf einmal freilassen. Ich bin sehr gespannt gleich. Okay. So, dann lassen wir die mal frei. Das ist jetzt das erste Mal überhaupt, muss man sagen, dass wir zwei Saurierarten zusammen in ein Gehege bringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, wir schauen mal. Guck mal, hier leuchtet das ganze Gelände. Guck mal, wie sieht das mit den Hubschraubern aus? Auch krass. Auch so kleine, ne? Die so winzig auch. Tötausaurier. So, der Alpha ist sogar gestorben. Das ist schlecht. Wie brauchen wir denn von denen? Das sind die Corythosaurus. 3 Stück haben wir noch. Corythosaurus. Minimaler Bestand 4. Dann müssen wir was tun. Wir gucken mal ganz kurz. Genom haben wir, glaube ich. Ja, war alle Modifikationen angewendet. Okay. Dann bitte einmal. Produkttransport wird durchgeführt. So, die ersten werden abgesetzt. Wie winzig kann man bitte sein? Das einfach nur. Kann man darauf fokussieren? Den kann ich mit ranzoomen. Das ist die höchste Zoomstufe. Kann ich den nicht mal sehen. Wieso Flöhe? Lass dich von seiner Größe nicht täuschen. Der Compsognathus ist ein unerbittlicher Jäger. Produkt wurde transportiert. So, hier kann auch einer fragen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das wird wirklich kritisch. Oh, ist der riesig. Oha. Das soll ja alles größer sein. Bei den Fossilien stimmt es sogar. Dieser riesige Flugsaurier ist auf jeden Fall rekordverdächtig. Eins der größten Flugtiere seit, also der Erdgeschichte. Kein Vogel, kein Flugzeug. Es ist ein Quetzalcoatlus. Oha. Kohabitation. Mal ganz kurz gucken. Gerade erkundet der noch. Jetzt mal eben gucken, wenn er den Stein entdeckt, ob das ausreichend ist, den Fels. 40% reicht. 100%. Okay. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob er angreift. Also das befürchte ich ja so ein bisschen. Junge, was ist das für ein Riesentier? Das ist ja schon. Also, da komme ich mir ja schon fast ein bisschen blöd vor. Das ist ja schon fast Tierquälerei hier. Was ist das? Majasaura. Majasaura. Oh, interessant. Was ist die Mehrzahl von denen? Majasaura. So, hier gucken wir erstmal, was
Das so ist man noch im Gange. Hier können wir, nehmen wir, konzentrieren wir uns auf die drei besten. So. Marasaura, genau. Ich wollte einmal schauen. Marasaura. Mayasaura, so. Was können die denn? Die mögen fast alles. Die mögen auch vor allen Dingen. Ja, guck mal, Parasaulophus. Haben wir. Hier, aber noch nicht komplett. Aber den könnten wir zum Beispiel zusammen mit dem in das neue Gehege bringen, ne? In eines der beiden neuen Gehege. Dann hätten wir nochmal zwei Pflanzenfresser in einem. Das ist tatsächlich noch eine Überlegung wert. Dann lass uns doch dieses Event nehmen, würde ich sagen. Keine Effekte eingelistet, schnellere Forschung. Positiver Einfluss. Dauer ist klar. Aber wir können jetzt nicht noch einen zusätzlichen Fokus dadurch bekommen. Also ist schon krass, ne? Hier 67, 70, 69, okay. Nehmen wir doch vielleicht die drei. So. Weil dann werden wir die rauslassen hier quasi. Und dann holen wir uns nochmal. Mal gucken, wie hieß denn der? Mal. Verdammt. Ara irgendwas, ne? Den wir schon zu 80% haben. Da müssten wir eigentlich ja anhand der grauen. Da, der hier zum Beispiel. Para. Saurolophus, genau. Das wäre der. Zum Freischalten erforschen. Expeditionslimit erreicht. Okay. Und haben wir den noch nicht erforscht, oder wie? Warte mal. Mittelgroße Pflanzenfresser. Mayasaurus, guck mal, den haben wir noch nicht. Ja. Also der Mayasaurus ist hier. Den schalten wir ja automatisch dadurch dann frei. Und den haben wir auch schon parallel, wie auch immer. Aber ich glaube, das hier ist ein Thema, weil wir schon eine Expedition am Laufen haben. Das habe ich natürlich nicht mehr bedacht. Weil auch diese Extraktionsgeschichten sind natürlich Events oder beziehungsweise eine Expedition. Und das hatte ich gerade unterschätzt. Aber das können wir ja gleich vielleicht dann besser machen. Schauen wir mal. Also wir haben 6 gefunden. Gefangen haben wir 3. Ja. 1, 2, 3. So, dann müssen wir aber trotzdem. So, jetzt mal gucken. Ja, warum zum Freischalten erforschen? Was soll ich denn da erforschen? Wir haben doch eigentlich alles. Sollen wir mal schauen. Also das hier. Aber Saul, der ist hier. Das würde das beeinflussen. Nehmen wir den vielleicht. Ja daran. So. In der Hoffnung, dass das was bringt. Ja, gut.
Gehege. Beziehungsweise Gelege ist gleich fertig. Hier wird immer noch transportiert, ne? 9 Stück dauert ganz schön lange. Die freizulassen. So, wir haben die hier, die wir freilassen können. Nein! Ah! Wrong. Das war lost. Das war lost. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war nicht extra. Das war wirklich nie extra. Oha. Okay. Einmal, zweimal. Und dreimal bitte. Sehr ungünstig. Das war für die Gelegenheiten. Der Maya Saura wird auch als gute Mutterechse bezeichnet, weil die ersten Fossilien in einer Nestkolonie gefunden wurden. Okay, also die haben wir beide. Einmal, den bringen wir einmal. Bitteschön. Hier rein. Und so, falsch. Der zweite, den bringen wir auch hier hin. Und gute Mütter haben wir alle gern. Bestätige Produktzustellung. Den bringen wir auch hier hin. So. Wir haben immer noch einen toten Sau. Das. Ach ja, okay, guck mal, das passt. Transport hat begonnen. So, der Maya-Saurus ist hier angekommen. Das ist er hier, ne? So, die brauchen. Was brauchen die denn eigentlich? Pflanzenfasern, haben sie noch gar keine gefunden. Nüsse, Wasser, okay. Wasser als erstes. Dann machen wir hier. So. Dann Pflanzenfasern. So, und dann brauchen wir noch. Nüsse. So, mal ganz kurz schauen. Bestand ist auch zu niedrig. Transport wird durchgeführt. Freiraum, Wasser, Nüsse am Boden, Pflanzenfasern. Ja, alles gut, okay. Also das Problem ist, das Gehege ist zu klein. Und der Maya-Saurus, den haben wir noch nicht erforscht. Das kommt er jetzt? Dilophysis. Produkt wurde zugestellt. Maya-Saurus, ne? 20 erstmal alles hier merken. Maya-Saurus. Der ist jetzt natürlich nicht freigeschaltet. Warum ist er nicht frei? Besitze einen Saurier mindestens einen. Mit mindestens 2 verlorenen Kämpfen. What? I don't understand. Also, zum Freischalten erforschen. Es ist immer. Wir haben den ja eigentlich schon erforscht. Naja. Okay, müssen wir erstmal weiter machen. Das sehen wir beim nächsten Teil, ihr Lieben. Ich hoffe, da sind jetzt die Abstände dann nicht so groß zum nächsten Teil, aber das kriegen wir hin. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, mal wieder in Jurassic World. Wir haben einige Saurier heute entlassen, ne? Das ist die Zeit auch ziemlich geflogen, muss ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Kentrigo. Ciao, ciao.